Schwerer LKW-Unfall in Güstrow. Am Montagmittag ist es auf der Plauer Chaussee in der Balerstadt zu einem schweren Unfall zwischen zwei Lastwagen gekommen. Die beiden LKW stießen in der Nähe des Schwimmbades Oase zusammen. Ein mit Holzstämmen beladener LKW verlor dabei einen Teil seiner Ladung. Der 67 Jahre alte Fahrer des verursachenden LKW wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 67-Jährige in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, touchierte dort den entgegenkommenden LKW im Front- und Anhängerbereich und kam anschließend in den Graben ab. Vom berührten LKW fielen dadurch zahlreiche Holzstämme auf die Straße. Die vielbefahrene Plauer Chaussee musste daraufhin voll gesperrt werden. Der 67-jährige Unfallverursacher wurde mit Schnittverletzungen zur Behandlung ins Güstrower Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde auch ein Mast einer Telefonleitung beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Vollsperrung dauerte mehrere Stunden an.